Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Vereinbarung für einen neuen Länderfinanzausgleich, die Bremen im Jahre 2020 487 Millionen Euro mehr Einnahmen bringt, ist in der Tat etwas, was so nicht zwingend zu erwarten war und was uns in der Tat eine Chance bietet, die Politik der letzten sieben und vielleicht der nächsten zwei Jahre oder die Folgen dieser Politik zu bekämpfen. Trotzdem glaube ich, dass diese Form von Sanierungspolitik, diese Form von Konsolidierungspolitik alles andere ist als ein Erfolg. Ich habe mir überlegt, woran misst sich eigentlich Erfolg in einer solchen Frage, woran misst sich eigentlich Erfolg von Politik? Und eine ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, erstens, wie haben sich eigentlich die Lebensbedingungen im Land Bremen, in den beiden Städten in den letzten sieben Jahren oder entwickelt? Welche Probleme, die wir vor sieben Jahren und vor zehn Jahren hatten, haben wir eigentlich in den letzten Jahren gelöst? Oder haben wir sogar neue geschaffen? Und wenn man mal hinguckt in alle Auswertungen, was Lebenslagen in Bremen angeht, wird man feststellen, dass keines der relevanten gesellschaftlichen Probleme in diesem Zwei-Städte-Staat gelöst ist und dass wir eine ganze Reihe von neuen Problemen angehäuft haben. Das ist die Realität in Bremen und das ist in der Rede des Bürgermeisters bei allem Respekt nicht deutlich geworden, dass wir in einer solchen Situation stecken. Und ich will diese Behauptung präzisieren. Und es wird eine Aufzählung sein, die nicht vollständig ist. Ich will Ihnen sagen, es gibt eine Quote von Menschen, die armutsgefährdet ist. Das hängt von ihrem durchschnittlichen Einkommen ab. 2007 waren das im Land Bremen ungefähr 20%, die arm sind oder von Armut gefährdet. 2015 waren es 25%. Ich bin sicher, dieses Jahr sind es noch mehr. Das heißt, dieses Problem, dass Menschen von Armut gefährdet sind, haben wir nicht gelöst. Rentnerinnen und Rentner, ein Teil der Rentnerinnen und Rentner ist darauf angewiesen, Grundsicherung zu bekommen. Diese Rentnerinnen und Rentner haben nun mal gerade genug Geld, um einigermaßen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das waren 2009 ungefähr 5% und 2015 waren es 6,5%. Die Anzahl der Menschen, die davon betroffen sind, ist gestiegen. Wir haben das Problem der Altersarmut in Bremen nicht gelöst. Wir haben Kinderarmut in Bremen. 2011 wurde gesagt, dass die Zahl der Kinder, deren Eltern von Arbeitslosengeld II oder ähnlichen Transferleistungen abhängig sind, ungefähr bei 29% liegen. 2015 waren es 31,6%. Die Zahl der Kinder, die in Haushalten leben, die von Transferleistungen abhängig sind, ist nicht gesunken. Es ist gestiegen. Wir haben das Problem der zunehmenden Kinderarmut nicht gelöst. Die Armutsgefährdungsquote bei Alleinerziehenden ist von ungefähr 50% 2012 auf 56% im Jahre 2015 gestiegen. Wir haben dieses Problem nicht gelöst. Bremen ist Schlusslicht seit, wenn ich mich richtig erinnere, 17 Jahren PISA-Studie, bei dieser PISA-Studie, was die Bildung angeht. Nirgendwo in Deutschland ist Bildungserfolg so stark abhängig vom Geldbeutel der Eltern wie in Bremen. Wir haben das Problem der Bildungssituation, das Problem der Abhängigkeit von Bildung und Geldbeutel der Eltern nicht gelöst. Nirgendwo ist die Lücke zwischen den notwendigen Kita-Plätzen und der U3-Betreuung und den tatsächlichen so groß wie in Bremen. Wir haben das Problem der U3-Betreuung nicht gelöst. Wenn ich mich richtig informiere, machen wir seit 25 Jahren eine sogenannte PEP-Quote. Das heißt, mehr oder weniger in unterschiedlicher Ausprägung haben wir im öffentlichen Dienst, in der Kernverwaltung, bei Lehrerinnen und Lehrern, bei Polizistinnen und Polizisten zugegebenermaßen in den letzten Jahren nicht mehr so stark, Stellen abgebaut. Wir sind an einem Punkt, dass
in einigen Bereichen die Funktionsfähigkeit von Verwaltung nicht mehr sichergestellt ist. Aber was schlimmer ist, wir haben also an einem Punkt angelangt, wo wir jetzt, wo wir dringend Schulen bräuchten und Kindertagesstätten bräuchten, gar nicht mehr die Planungskompetenz und die Umsetzungskompetenz haben, hinreichend Schulen und hinreichend Kindertagesstätten zu bauen. Wir haben uns in eine Falle manövriert und wir haben da nicht nur ein Problem nicht gelöst, wir haben ein neues Problem geschaffen, indem wir die Verwaltung so weit runtergekürzt haben, dass sie in vielen Fragen nicht mehr in der Lage ist, ihre Aufgaben zu bewältigen. Bremen hat nicht nur 675 Millionen Sanierungsstau an den Schulen, weitere 325 bei öffentlichen Gebäuden, 100 Millionen bei Kitas, Uni und Hochschulen 230 Millionen, Straße ungefähr 130 Millionen. Das sind die Zahlen, die wir kennen. Aufsummiert sind das 1,5 Milliarden Euro, die wir jetzt vor uns herschieben. Und bei allem Respekt, Frau Dr. Schäfer, wenn wir vor mehreren Jahren hin und wieder gefordert haben, die Obergrenze der Neuverschuldung bei historisch günstigen Zinsen dazu zu nutzen, diese Form von Sanierungsstau aufzuheben, dann ist das nicht Geld ausgeben ohne Ende, es ist kein verantwortliches, unverantwortliches Schuldenmachen, dann ist es betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich und finanziell ein Gewinn, wenn man das so macht und nichts anderes. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich absurd ist, angesichts der Tatsache, dass dieser Sanierungsstau nicht statisch ist, sondern die Kosten, die sich da aufheben, das weiß jeder, der auch nur annähernd weiß, wie Bauschäden sich weiterentwickeln, die werden in einer Weise steigen, da werden wir uns umgucken, da sind Zinsbelastungen, die wir möglicherweise für Kredite aufnehmen müssen, deutlich geringer, deswegen ist es natürlich ein Stück weit irrsinnig, angesichts diesem Sanierungsstau mehr als 80 Millionen Euro zu tilgen. Sozialleistungen. 2010 haben wir ungefähr 750 Millionen Euro für Sozialleistungen ausgegeben. 2020 werden wir an der Milliarde kratzen. Das ist eine deutliche Steigerung. Das ist ungefähr so, als hätten wir 30 Milliarden Euro Schulden mehr. Und wenn wir da nicht rangehen, wenn es uns nicht gelingt, ohne Leistungskürzung, sondern durch Ursachenbekämpfung sozialen Leistungskosten zu senken, dann haben wir nichts gekonnt. Wohnung, wir haben ein Problem geschaffen. Wohnung, es gab schon vor Jahren mangelnden Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum. Dieser Mangel ist trotz Anstrengung und trotz Neubauten bisher nicht behoben. Und vielleicht auch noch mal ein grünes Thema, weil das gerade angesprochen worden ist. Energiewende. Wir hatten eine Situation, da gab es in Bremerhaven eine ausstrebende, boomende Windenergiebranche. Wir waren drauf und dran, sozusagen Offshore-Windparks über Bremerhaven in die Nordsee zu schicken und dort zu bauen. Dann ist es sozusagen verdaddelt worden, den OTB rechtzeitig fertig zu kriegen. Und den damaligen Vorschlag, ja, als es noch möglich war, zu sagen, warum in aller Welt tun sich die norddeutschen Bundesländer nicht zusammen und bauen zumindest einen einzigen Offshore-Windpark, damit wir eine Stütze sind für diese Form von Industrie. Abgesehen davon, dass man damit sogar Geld verdienen kann, dieses Problem wurde ignoriert. Wir haben noch keinen Offshore-Terminal und es gibt auch keinen kommunalen Offshore-Windpark. Wir haben ein neues Problem geschaffen. Und ja, Sie haben verhindert, Sie haben den Anstieg von Schulden in Form von Geld abgedämmt und nach meinen Berechnungen brauchen wir die nächsten, also 2018 und 2019, keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Ja? Und was haben wir dann, und haben wir jetzt dadurch Generationengerechtigkeit? Ich sage nein. Das müssen Sie mir nämlich nochmal erklären, Ihr Konzept von Generationengerechtigkeit. Ist es eigentlich gerecht, generationengerecht, wenn wir in dieser Stadt steigende Kinderarmut haben, steigende schwierige Situationen bei Alleinerziehenden und ein Bildungsproblem, das zum Himmel schreit? Ist das generationengerecht? Was tun wir der heutigen Generation denn für einen Gefallen, wenn wir das zulassen und nicht in Zukunft dringend ändern? Das ist keine Generationengerechtigkeit, weil sie haben Schulden angehäuft, die nicht in Geld sind, sondern im sozialen Bereich, Schulden in Form von mangelnder Bildung
und sie haben ihren Haushalt dadurch auf Kosten der Menschen in Bremen saniert, die am dringendsten es gebraucht hätten. Sie haben diesen Haushalt auf Kosten der armen Menschen in diesem Haushalt saniert. Ich komme später vielleicht noch mal rein. Ich werde noch einen Vorschlag machen, wie wir in Zukunft bis 2020 unserer Meinung nach handeln sollten. Nur ein Wort zu dieser Zukunftskommission. Ich bin relativ sicher, dass wir nicht warten können auf die Ergebnisse einer Zukunftskommission, die was weiß ich wann mit diesen Fragen sich konfrontiert sieht und was weiß ich wann fertig ist. Wir müssen jetzt handeln. Und werfen Sie einfach mal einen Blick in den Lebenslagenbericht der Arbeitnehmerkammer. Werfen Sie einen Bericht in den Abschlussbericht des Armutsuntersuchungsausschusses. Dann haben Sie eine Idee davon, was die nächsten Jahre zu tun ist. Dann brauchen Sie zumindest jetzt noch keine Zukunftskommission. Sie sollten selber wissen, was zu tun ist, und handeln Sie entsprechend. Danke für die Aufmerksamkeit. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstens, ich fühle mich seit 10 Jahren als Mitglied einer Zukunftskommission. Diese Zukunftskommission heißt Bremische Bürgerschaft, und ich habe meine Arbeit hier immer so verstanden, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen Vorschläge mache, auch wenn Sie die nicht gut finden, und konstruktiv an einer Zukunft für Bremen mitzuarbeiten. Zweitens, lieber Kollege Schürpe, es tut mir leid, dass Sie von mir träumen müssen. Kann ich mir... Aber ich will zu Ihrer Sache zwei sagen. Sie haben ja gefragt, an welcher Stelle der Sanierungsrat eigentlich verantwortlich dafür ist, dass wir einen Investitionsstau haben. Ich will Ihnen zwei Punkte sagen. Nochmal, im Rahmen des Sanierungsrates hätten wir in den letzten Jahren 1 Milliarde Euro mehr Kredite aufnehmen können, ohne Sanierungsrat zu verletzen, ohne, ich habe das verstanden, mir müssen Sie Betriebswirtschaft nicht erklären. Ja? Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben bevorzugt, dieses Geld nicht auszugeben, in der Meinung, dass wir damit zukünftig Zinsen sparen. Ich sage, die daraus resultierenden Mehrkosten der nicht getätigten Investitionen werden höher sein und längerfristiger wirken als die daraus resultierenden Zinsen. Zweiter Punkt. Wir haben eine Personalsituation, wo wir gerade eben im Haushalts- und Finanzausschuss gesagt haben, wir haben ungefähr 40 Milliarden Euro für Instandhaltung und Sanierung der öffentlichen Gebäude in Bremen. Wir sind nicht mehr in der Lage, dieses Geld auszugeben, weil uns die dafür notwendigen Personalkapazitäten fehlen. Und das ist der zweite Grund, wo unmittelbar dieser Sanierungsfahrt verhindert hat, dass wir Sanierungsfahrt bekämpfen. Dass wir Sanierungsstau bekämpfen. Zweitens, ich wollte ja auch noch mal sagen, es wird immer gesagt, wir haben uns angestrengt, diesen Sanierungspfad einzuhalten. Ich habe mir mal überlegt, wer hat sich eigentlich angestrengt? Ich weiß, dass sich die Polizistinnen und Polizisten, die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die Lehrerinnen und Lehrer und die Feuerwehrleute immens angestrengt haben und da mit knappen Personalausstattungen, knappen Mitteln den Dienst einigermaßen aufrechterhalten. Ja, diese Leute haben sich angestrengt, und ich bin Ihnen dankbar dafür, und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie das getan haben. Aber alleinerziehende, langzeitarbeitslose Schülerinnen und Schüler und alle anderen haben sich auch angestrengt, mit den widrigen Bedingungen klarzukommen. Und ich finde, das kann so nicht weitergehen. Deswegen mache ich Ihnen einen Vorschlag. Nur, dass die Zukunftskommission vielleicht auch eine Idee hat, womit man anfangen kann. Weil das Problem ist ja, wir sind jetzt in den Haushaltsverhandlungen. Wir beschließen möglicherweise Ende des Jahres die Haushalte 2018, 2019. Ich befürchte, dass am Ende der Sommerferien die Zukunftskommission noch keine vorwärtsweisenden Ideen hat, wie wir sozusagen aus der Sanierungsfalle rauskommen. Das dauert in aller Erfahrung nach in Bremen ein kleines bisschen länger. Aber wir müssen jetzt die Weichen stellen. Wir sind jetzt gefordert, eine Situation zu schaffen, dass wir das Geld, was wir 2020 mehr bekommen, überhaupt sinnvoll einsetzen. In der jetzigen Situation, mit der jetzigen Personalsituation, geht es einfach nicht. Deswegen ist die allererste Pflicht, auch in diesem Haushalt, eine strategische Personalentwicklung zu betreiben. Wir brauchen auf der einen Seite mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten und in den Schulen. Wir brauchen aber auch in ganz bestimmten Stellen der Verwaltung wieder Handlungsfähigkeit. Wir brauchen Umsetzungskompetenz bei Investitionen in Bremen. Und das wäre der erste Schritt, und damit muss man jetzt auch schon beginnen, weil 2020 ist es zu spät, dann dauert es noch 2 Jahre, bis wir die Leute kriegen. Also eine strategische Personalentwicklung,
Ein Schluss mit der PEP-Quote, das ist sozusagen die erste Maßnahme, die man machen muss. Zweitens, wir brauchen natürlich einen genaueren Plan, an welcher Stelle und wo werden wir diesen Form von Sanierungsstau in Schulen und Kitas und anderen Stellen aufheben. Und ich bin dafür, dass wir das nicht mit der Gießkanne machen. Ich bin dafür, dass wir das in den Stadtteilen machen, die im Moment die härtesten sozialen Bedingungen hat, die man in dieser Stadt haben kann. Wir werden also nicht alle gleich behandeln, sondern wir müssen diejenigen bevorzugen, die es am härtesten getroffen hat, die letzten Jahre. Drittens, ich habe ja versucht, die Sensibilität dafür zu wecken, dass ungefähr 1 Milliarde Euro Sozialleistungen sowas ist wie Schulden, soziale Schulden. Und wir müssen da dran. Und ich glaube, wir brauchen in der Zukunft ein Programm zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit und möglicherweise gekoppelt mit der Frage Wirtschaft, gekoppelt mit der Frage außerbetrieblicher Ausbildung, um sozusagen die Sozialleistungen zu senken, indem wir Leute wieder in Arbeit kriegen. Weil ein Irrtum möchte ich noch aufklären. Sozialleistungen, so wie sie jetzt bezahlt werden, bekämpfen keine Armut. Sie helfen nur Leuten, über die Runden zu kommen. Armut in Bremen muss man proaktiv, wie man so schön heißt, bekämpfen. Alles andere wird nicht funktionieren und die werden weiter steigen. Deswegen mache ich jetzt diese drei Vorschläge und vielleicht noch einen Vorschlag zur Übergangslösung. Wir kriegen die nächsten 2 Jahre möglicherweise 300 Millionen Euro vom Bund, wenn wir die jetzt geltende Sanierungsvereinbarung einhalten. Das bedeutet, dass wir die Neuverschuldung im nächsten Jahr auf 250 und übernächsten Jahr auf 125 Millionen Euro reduzieren. Ist es nicht denkbar, dass wir angesichts dieses Sanierungsstaus, den wir hier haben, und mit der Liste müsste man vielleicht zum Bund, sagen, lieber Bund, lieber Stabilitätsrat, wenn wir die nächsten 2 Jahre minus 300 fahren dürften, dann musst du uns nicht mehr bezahlen, weil wir kriegen ja die 300 sowieso. Ja? Wir werden uns anstrengen, das auch einzuhalten. Aber wenn wir sozusagen minus 300 fahren dürfen für 2017, 2018, keine Mehrkosten für den Bund, keine neuen Schulden, weil das wäre ja durch die Beihilfe vom Bund gedeckt. Aber wir hätten sozusagen im nächsten Jahr und übernächsten Jahr durchaus die Möglichkeit, nicht erst 2020 anzufangen mit Investitionen, die die Zukunft sichern, sondern wir könnten jetzt damit anfangen und hätten auch vielleicht im nächsten Haushalt mehr Spielraum, um die entsprechenden Personalmittel freizusetzen. Denken Sie einen Augenblick drüber nach. Ist eine Win-Win-Situation und einen konstruktiven Vorschlag der Linken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.